Tja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Wie kann ich helfen? Gar nicht. Es sei denn, du hast einen DNA-Synthesizer. Nein, aber es gibt einen Schrottplatz bei Fort Clemens, wo ich hinfahren könnte. Da gibt's nichts, was ich brauche, du. Gott, ich lern's wirklich nie. Aber ich weiß tatsächlich, wo einer ist. Wirklich? Ja, dein altes Labor, Cloverdale. Okay, ja, super. Wir müssen nur einen Weg finden. Über die Berge. Ja, du hast recht. Völlig unmöglich. Mein Gott, du kennst deinen Weg, nicht wahr? Gut, du kannst mich fahren. Ist das ein Befehl, Lieutenant? Ja. Nein, es ist, ich meine, nein, es ist kein Befehl. Na, was denn? Tja, keine Ahnung, fährst du mich hin oder nicht? Warm anziehen, wenig einpacken. Hey, Dick. Oh mein Gott, wenn du noch einmal Danke sagst, dann... Und ja, wir kennen die Sequenz schon. Sag, wenn du fertig bist. Aber hier war es autosave. Das habe ich die einfach mal laufen lassen. Kleiner Ausflug, Lieutenant. Colonel, Captain. Ja, wir wollen nach einem Gerät suchen, das ich benötige. Verstehe. Wie geht Ihre Arbeit voran? Gut. Gut, mit die Corporal St. Johns Hilfe habe ich gute Fortschritte gemacht. Danke, dass er meinem Projekt zugeteilt ist. Nun, Lieutenant Weaver macht auch Fortschritte. Er sagt, er wolle seine chemische Waffe Ende der Woche testen. Ich weiß. Meine ist bald fertig. Ihnen ist doch klar, dass Sie wertvoller für uns sind als jedes Gerät. Geräte kann man ersetzen, Sie nicht. Ich war schon in der Außenwelt. Sie wissen, ich komme allein zurecht. Weitermachen. Corporal? Ich möchte gern Weavers Ausrüstung sehen. Ich möchte sehen, was er macht. Ich will nachsehen, wo er jetzt steht. Ich überlege gerade, ob ich wirklich letztes Mal an der Stelle aufgehört hatte. Ich glaube schon. Ja, wir sind nicht über den Berg gefahren. Dann würde ich mich erinnern. Was soll das alles überhaupt? Was? Dieses Ja, Sir und Nein, Sir, das Salutieren, die Ränge, die Uniformen. Ist doch irgendwie sinnlos, oder? Unter diesen Umständen. Hey, du warst doch in der Armee. Du kennst das. Das war was anderes. Warum? Es gab halt mehr Menschen auf der Welt. Was weiß ich? Ich meine, eine Armee zu haben war sinnvoll. Ich finde es jetzt sinnvoller. Warum? Es herrscht ein absolutes Chaos. Wir brauchen Ordnung und Disziplin, sonst schaffen wir es nicht. Weißt du, ich kenne so einige Camps, in denen es ziemlich gut läuft, ohne dass sie einen Colonel im Nacken sitzen haben. Weißt du, was lustig ist? Daran, dass du Uniform und Ränge sinnlos findest? Nein, was? Ich habe dasselbe über den MC gedacht. Ich meine, ihr hattet Ränge wie Road Captain und Präsident und Abzeichen und Kutten und Tattoos wie Uniform. Und wenn ihr losgefahren seid, habt ihr wie eine Armee ausgesehen. Naja, bis auf die Werte. Weiß. Jetzt, wo du sagst, weiß ich, was du meinst. Weißt du, es überrascht mich wirklich, dass du deine Kutte nicht anhattest, als du herkamst. Ich hätte nie gedacht, dass du die aufgibst. Auch nicht nach einem Weltuntergang. Ah, meine Kutte, hä? Huh? Wer weiß, vielleicht lässt mich der Colonel ja die Uniform wechseln. Tja, man weiß es nicht. Wohin fahren wir? Zum Diamond Lake. Da gibt's einen alten Forstweg an der westlichen Seite des Mount Thielson. Okay. War der schon hier, als du hergekommen bist? Ja, aber die Soldaten hatten damals ein paar Bärenprobleme. Bärenprobleme? Bin fast zu schnell gefahren. Hey! Hey! Mach es aus! Fürchte, du musst umkehren, Mann. Wir sollen jeden aufhalten, der... Sie wollen uns aufhalten, Corporal? Es tut mir leid, Mann, hab sie nicht erkannt. Es ist der Colonel, Mann. Wir sollen alle aufhalten, die sich unerlaubt von der Truppe entfernen. Wollen Sie mir Fahnenflucht unterstellen? Nein, Mann. Dann gehen Sie aus dem Weg. Corporal, worauf warten Sie denn noch? Gehen Sie endlich aus dem Weg! Ja, Mann, tut mir leid, Mann. Ich muss das melden! Ja, tun Sie das! Hört sich ernst an. Was meinst du? Na, er sagte, er will dich melden. Ich meine, wie wird Matt das finden?
Der Colonel wird ihm sagen, dass er sich gefälligst um seinen eigenen Scheiß kümmern soll. Ich denke nicht. Am Ende schicken wir uns noch ein Bloid hinterher. Gott. Was ist los? Nichts, es ist nur... Ich meine, die Aussicht ist unglaublich. Ich glaube, ich sehe das gar nicht mehr. Also, ich nehme es gar nicht mehr wahr, meine ich. Wie geht das denn? Es ist atemberaubend. Ja, die Welt erwacht. Dankbar für den neuen Tag. Hey, wenn du den ganzen Tag durchs Mikroskop starren müsstest, wüsstest du das auch zu schätzen. Hey, das tue ich doch. Wirklich. Zum Tagesanbruch da zu sein, ist wesentlich besser als die Alternative. Ehrlich gesagt, ja. Es gab Zeiten, da dachte ich nicht, dass ich mich je wieder auf einen neuen Tag freue. Ja, das Gefühl kenne ich. Wie war es bei dir? Ich meine, damals? Ich weiß nicht. Ich bin wohl einfach zu stur, um aufzugeben. Das glaube ich nicht. Ich hatte aufgegeben. Sarah, das stimmt. Und dann, ich weiß nicht, dann war das mit Busas Arm und ich musste, ich konnte ihn ja nicht sterben lassen. Und zu sehen, wie er ums Überleben kämpfte, ohne Grund, ohne einen beschissenen Grund, ich wollte ihm nicht den Stich lassen. Also ich wollte so nicht abtreten. Und dann fand ich raus, dass du immer noch am Leben warst. Und das war wirklich der Zeitpunkt, an dem ich mich umbringen wollte. Ja, klar. Nein, wirklich. Aber dann fiel mir ein, dass du noch meinen Mongrels-Ring hast. Und das ließ mich weitermachen. Ich wollte ihn mir zurückholen. Aber du weißt ja, wie das ausging. Scheiße. Ganz genau. Es wird wieder besser, das weißt du, oder? Ja. Ja. Wir können es schaffen, Dick. Wirklich. Willst du jetzt mich überzeugen oder dich? Wir müssten gleich da sein, oder? Ja, wir sind schon fast am Thielsen-Tunnel. Allein kriege ich den nicht weg. Mein Gott, was zum Teufel ist das? Das ist ein Siegel. Es ist ein Warnsignal, der Ripper. Was für Ripper? Ripper. Rest in Peace. Das war ein Kult. Sie ritzten sich, verehrten die Freaks. Sie wollten sein wie sie. Und man wusste, was passiert, wenn man nicht so sein wollte wie sie. Und was machen wir, wenn wir ihnen begegnen? Wir werden ihnen nicht begegnen. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, klar. Komm mal zurück, wir wollen weiterfahren. Und wahrscheinlich wirst du gleich Ripper kennenlernen. Wobei, ich habe so viele getötet. Wo sollen die noch herkommen? Okay, festhalten. Das könnte ganz schön eng werden. Meine Güte. Kein Wunder, dass niemand mehr Auto fährt. Das ist noch gar nichts. Der Tunnel bei der alten Belknap Road, den Busa und ich immer genommen haben. Der Verkehr staute sich vor einem Nero-Kontrollpunkt über eine Meile. Als alles brandvoll. Klingt furchtbar. Ich habe Schlimmeres gesehen, aber... Hey, das kenne ich doch. Ja, ja, es ist gleich hier. Und schon sind wir da. Haben wir ja Glück, dass es direkt hinterm Tunnel liegt. Wow. Dass ich das hier nochmal wiedersehe. Okay, gut. Der Strom ist noch an. Ja, überrascht mich nicht. Auf dem Dach steht eine Solaranlage. Ich habe auch mal was von einem atombetriebenen Generator gehört, aber ich weiß nicht. Okay, und wie zur Hölle kommen wir da rein?
Hier, ich zeig's dir. Wie gesagt, der Strom ist noch an, stimmt's? Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Guten Tag, Sarah Irene Whittaker. Willkommen in der Cloverdale-Forschungsanlage Iron Butte. Ihr letzter Login liegt 751 Tage zurück. Bitte warten. An so viel Hightech kann ich mich gar nicht erinnern. So toll ist das auch wieder nicht. Ari ist nicht intelligent. Sie ist eine bessere Smartphone-App. Ari? Artificial Intelligence Response Interface. Oh mein Gott! Was ist denn? Guck mal. Was zum Teufel? Schau doch mal, so viel zu essen. Sarah, das müsste... vertrocknet sein. Es ist die Bewässerungsanlage. Alles läuft automatisch. Solange der Strom läuft, erhält sich alles selbstständig. Oh, okay, shit. Hier gibt's einfach alles. Es gibt Essen, es gibt Wasser, es gibt Strom, es gibt einen hohen Zaun. Es wundert mich, dass hier noch keiner wohnt. Wie du schon sagtest, der Strom ist noch an. Das sind 8000 Volt, die jedem raten, wegzubleiben. Siehst du? Na los! Wahrscheinlich wird da jemand wohnen. Oh. Oh mein Gott. Runter, runter! Sarah, lauf! Lauf! Sarah! Los, 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 los! Sind infiziert. Darum sind sie so hyperaggressiv. Ich mache sie auch aggressiv. Ich glaube, es ist okay, solange wir leise sind. Okay. Komm mit. Okay. Was ist denn hier passiert? Keine Ahnung. Sarah, das sind alles Angestellte, oder? Kanntest du sie? Ja. Ja, ich kannte sie. Los, gehen wir. Sie wurden alle erschossen. Sie wurden also erschossen, als sie von hier weg wollten? Ich meine, ja. Sieht ganz so aus. Und dann wurde alles verriegelt und verlassen? Wozu das alles? Ich weiß es nicht, Deacon. Ich war nicht dabei. Damit sich rauskommt, dass die das Virus entwickelt haben und auf die Welt losgelassen haben. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Scheiße. Die funktioniert nicht. Komm mit, da ist noch eine andere. Iron Butt. Okay, gut. Also wie nennst du das Irie? Wieso funktioniert Irie am Tor und nicht an der Vordertür? Mich wundert, dass sie überhaupt funktioniert. Ich weiß noch, die Typen von der IT haben sich dauernd über Systemfehler beschwert. Und da gab es noch eine wöchentliche Wartung. Das ist wie lange her? 2 Jahre? Ich kann in meinen neuen Waffen übrigens noch keinen einzigen Schuss ausprobieren, die ich auf dem Rücken habe. Gott,
Verdammt, ich verstehe nicht, warum die nicht funktionieren. Hey, Sarah. Was? Du sagtest, dass niemand hier reinkommt? Ja, wieso? Vielleicht ist schon jemand da. Verdammte Scheiße. Mein Gott, du hast recht. Die haben mich ausgesperrt. Hey! Hey, lasst uns rein! Wir wollen euch nichts tun und wir wollen nicht bleiben! Oh Gott, lasst uns rein! Naja, gibt es noch einen Eingang? Ja. Ja, ich habe eine Idee. Komm mit. Es gibt eine Feuerleiter hinter dem Wartungsgebäude. Aber warum sollte die nicht abgeriegelt sein? Wir wissen nicht, ob sie was abgeriegelt haben. Das kann ein Fehler sein. Und die Notausgänge kann man gar nicht abriegeln, laut Cloverdale-Sicherheitsprotokoll. Oh, du Armer? Schönen guten Abend, Sarolon. Ich kann leider mit Oh, du Armer gar nichts anfangen. So, die Feuerleiter müssen wir nur anschießen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Warte. Ich könnte auf den Riegel schießen. War leise. Guter Schuss. Schon mal gemacht? Ja, ein oder zweimal. Richtig. Dass du deine Waffe nicht testen kannst. Ah ja, stimmt. Ich glaube, jetzt kommt auch keine Situation, wo ich das machen kann. Ich weiß nicht so recht. Warum lässt du mich nicht vorgehen? Hör zu, ich weiß nicht, was da auf dem Parkplatz passiert ist. Aber ich kann dir versichern, dass niemand an diesem Zaun vorbeikommt. Ich kenne die Leute hier. Und wenn Jim da drin ist, lässt er uns rein. Jim? Jim, der möchte gern Cop Jim? Jim, der mich fast erschossen hätte, als ich dich abholen wollte? Das ist lang her und es hat sich so viel verändert. Ja, und nicht zum Guten. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Guten Tag, Sarah Irene Whittaker. Willkommen in der Cloverdale-Forschungsanlage Iron Butte. Ihr letzter Login liegt 7 Minuten zurück. Bitte warten. Siehst du, ich sag's ja. Die anderen müssen eine Fehlfunktion haben. Bereit? Los, runter! Dieser verdammte Mistkerl! Was sagtest du noch? Ja. Wenn mich diese Welt eins gelehrt hat, trau niemandem, erwarte das Schlimmste. Ich verstehe langsam, was du meinst. Na gut, ich darf meine Waffen doch testen. Boah. Bleib hier und gib mir Deckungsfeuer. Tu, was du kannst, um sie abzulenken. Ich geb dir ein Signal, wenn ich soweit bin. Okay, die Waffe hat gut Durchschlag, denn die Köpfe explodieren. Hast, schieß auf die verdammten Lautsprecher. Ihre Stimme macht mich wahnsinnig. Ja, Waffeneinsatz ist autorisiert. Warnung, Waffeneinsatz autorisiert. Tut mir leid. Alles klar. Ich habe den einen oder anderen zur Unkenntlichkeit getötet. Ist alles klar. Ist autorisiert. Komme. Warnung. Waffeneinsatz autorisiert. Wir müssen die Treppe hoch und über die Brücke. Echt, dass du gewinnst? Okay. Das war sehr wahrscheinlich. Feuer! Feuer! Was sagst du jetzt, hä? Weiter so! Runter! Er hat sie erwischt! Ist alles klar. Komme. Warnung, Warnung. Dies ist ein Alarm Stufe 4. Es sind Schüsse gefallen. Sicherheitspersonal zum Warten. Ach, was ein billiges Repetiergewehr. Könnte nützlich sein. Wo
Unglaublich. Ich hoffe, das ging nicht vorher schon mal bei anderen Sachen. Ein Waffenlager? Sieht aus, als ob Jim gebunkert hat. Falls es wirklich Jim ist, der damals alle erschossen hat. Moment. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659. Sarah Irene Whittaker, Sicherheitsverstoß festgestellt. Die Cloverdale-Anlage wird abgeriegelt. Wiederhole. Überbrücken. ID 2007659. Überbrücken. Sicherheitsprotokoll Alpha 761 wurde überbrückt. Oh Gott, halt endlich die Fresse. Die innere Sicherheit funktioniert noch. Bist du bereit? Ja, aber diesmal... Gehe ich zuerst. Hey, dieses Mal gehen wir gemeinsam. Es sind Schüsse gefallen. Wo kommst du denn her? Bam, ins Gehirn. Bam, in den Hals. Mist, Scharfschützen auf den Dächern. Bam, in die Magengrube. Warnung, der Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist autorisiert. Da sind noch mehr! Ich sehe sie! Einsatz autorisiert. Die Waffe ist einfach so ein Killer, ey. Warnung. Warnung. Noch ein Notruf wurde abgesetzt. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659, Sicherheitsüberbrückung. Und wobei, mit dem Ding... Ausgabe aus. Das ist wahrscheinlich nur der Kopf. Okay. Ja. Die verdammte Tür ab. Jim, halt! Dieser Mistkerl. Naja, Warnung. Wie du gesagt hast. Das ist ein Alarm. Alles ist anders. Es sind Schüsse gefallen. Sicherheitspersonal zum Warnungsgebäude. Ja, ich bin dran. Alles sauber hier. Warnung. Hier ist nichts. Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist autorisiert. Warnung. Waffeneinsatz autorisiert. Ein Notruf wurde abgesetzt. Alles sauber. Wohin denn? Die Polizei ist unterwegs. Ach so, Polizei. Glaubst du selbst nicht. Ich erinnere mich an dieses Foto. Okay, alles sauber. Warnung. Sie warten im Warnung. Atrium auf uns. Dies ist ein Alarm Stufe 4. Es sind Schüsse gefallen. Sicherheitspersonal zu warten. Los, versuchen wir die Tür. Sarah Irene Whittaker, ID 2007659, Sicherheitsüberprüfung und schalt die scheiß Sprachausgabe aus. Zugriff verweigert. Sarah Irene Whittaker, Ihre Sicherheitsfreigabe wurde aufgehoben. Bitte wenden Sie sich an einen IT-Administrator. Dumme Schlampe! Hey, hey! Da wären wir sowieso nur in die Falle gerannt. Alle Waffen auf der anderen Seite sind auf uns gerichtet. Wir brauchen einen besseren Plan. Warnung! Warnung. Hast du ein Notruf wurde abgesetzt. Vielleicht. Die Polizei ist kommt man von hier aus irgendwie aufs Dach? Hier drüben. Warnung. Warnung. Da draußen ist ein Vorsprung. Über die Klimaanlage solltest du aufs Dach klettern können. Du meinst, du solltest da hochklettern? Hör zu, ich will, dass du da raufsteigst und auf sie feuerst. Lenk sie von mir ab. Wenn sie alle zu dir hochgucken, greife ich von hier aus an und überrumpel sie. Okay, ja, ein echt toller Plan, aber da gibt es noch ein Problem. Und zwar? Die Tür ist verriegelt. Hast du noch? Fuck. Na los, komm mit, ich hab eine Idee. Was? Polizei ist unterwegs. Ergeben Sie sich umgehend. Leg deine Hand aufs Lesegerät.
wird jetzt eingespeichert als Angestellter. Ach, ja, okay. Sie haben bei Ihrer Abschaltaktion die Admin-Codes vergessen. Ich weise dir einen temporären Zugangscode zu. Hier ist dein ID-Code. Bereit? Ja. Dein voller Name und ID 5429009. Verstanden? 5429009. Stimmt das? Ja, los jetzt. Ich würde den bis zur Tür wieder vergessen. Waffeneinsatz autorisiert. Guppi-Gehirn. Warnung. Warnung. Ein Notruf wurde abgesetzt. Hier. Die Polizei ist unterwegs. Okay, warte. Fertig? Yep. Geht das? Ja. Ja. Dies ist ein Alarm. Warte, bis sie abgelenkt sind und geh dann rein. Schüsse gefallen. Hey, geh kein Risiko ein. Okay. Los. Was geht's? Warnung. Der Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist autorisiert. Ich weiß, dass du da bist. Antworte mir, verdammt! Deacon Lee St. John, ID 5429009. Was zum Teufel soll das? Deacon Lee St. John, zurück. Willkommen in der Cloverdale-Forschungsanlage Iron Pit. Dies ist Ihre erste Anmeldung. Mein Gott! Scheiße! Sprachaufgabe deaktiviert! Halt die Füße! Verdammt, Jim, hör mir noch zu! Okay. Los! Fahr zur Hölle! Du hättest einfach verschwinden sollen! Irgendwann musst du stehen bleiben. Hat mich erwischt! Die hat's erwischt! Die hat's erwischt! Was soll ich denn jetzt? Upsala! Ach, ganz normaler Tag in der Apokalypse. Habe ich dich, glaube ich, Jim. Ein Notruf wurde abgesetzt. Die Polizei ist unterwegs. Ergeben Sie sich umgehend. Jetzt hab ich... Warnung. Warnung. Das war der letzte. Es sind Schüsse gefallen. Sicherheitspersonal zum Wartungsgebäude. Warte hier. Ich bringe ihn dir. Ach, es geht nur um den letzten Typen. Jim ist im Büro drin. Waffeneinsatz gegen alle Eindringlinge ist autorisiert. Warnung. Waffeneinsatz autorisiert. Hände! Hände! Nicht schließlich, er los, hoch! Erschieß ihn nicht! Wir brauchen ihn noch! Verdammt nochmal, zeig mir deine Hände! Schon gut, schon gut. Sagt mir, was ihr wollt. Okay, na gut. Er ist sauber! Wir haben uns nur verteidigt. Darunter. All die Toten da draußen, Jim. Du weißt schon, die du erschossen hast? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich meine, was war das? Was hatten die Leute vor? Wollten sie zu ihren Familien, sie vielleicht herbringen? Und du wolltest das nicht, oder? Das Risiko war zu hoch. Steh auf. Warte. Ich kann nicht. Jim, ich zähle jetzt bis drei. Nein. Eins. Du verstehst das nicht. Zwei. Nein, tu das nicht. Drei. Öffne jetzt die verdammte Tür. Schon gut. Ich hoffe... Ihr wisst, was ihr tut.
Danke, Jim. Ja, wir wissen, was wir tun. Ihr müsst das nicht tun. Lasst mich gehen. Tut mir leid. Das Risiko ist zu hoch. Na los. Machen wir, dass wir rauskommen. Redest du? Gott, es ist meine Schuld. Ich verstehe nicht, deine Schuld? Ich hätte es sofort merken müssen. Wir züchteten hier Haselwurz und Mahonien. Doch dann änderte sich alles. Es geschah heimlich. Ich hatte keinen Zugang. Gott, David hat es gesagt. Er sagte mir ständig, dass etwas nicht stimmt. Okay, wer ist David? Nein. David Gorman. Er war Forschungspraktikant. Weißt du, was ich sagte? Ich redete von Pharmazie und Hightech und so weiter und dass Milliarden von Dollar auf dem Spiel stehen und er nicht nachfragen soll. Er hörte nicht auf mich. Er hackte das System. Er kam hinter die Firewall. Er sagte mir, dass das hier irgendein geheimes Projekt sei oder sowas. Ich weiß nicht. Jetzt mal ganz langsam. Er wollte der nächste Edward Snowden sein. Weißt du, er wollte diese ganze Sache hier auffliegen lassen. David Gorman enthüllt die Herrschaft des Bösen und rettet die Welt, so in der Art. Und ich hörte ihm einfach nicht zu, Deacon. Ich sagte ihm, dass er paranoid sei. Und er muss hier eingebrochen und an eine Probe gekommen sein, was auch immer sie hier drinnen zusammengebraut haben. Warte, ich komme nicht mit. Was meinst du? Ich habe es mir kurz darauf selbst zusammengereimt. An dem Tag, an dem ich niedergestochen wurde, war ich im Cloverdale-Büro in Farewell und ich wollte zu David, aber er war nicht mehr da. Er war schon 2 Wochen weg. Da war diese riesige Bio-Expo in Portland. Er muss einen Reporter getroffen haben. Er war vermutlich infiziert und wusste es noch nicht mal. Oh mein Gott. Und 2 Tage später waren alle auf dieser Konferenz infiziert und dann stiegen sie in Flugzeuge und flogen nach Hause. Und nach einer Woche waren 2,5 Milliarden Menschen tot. Sarah, das ist nicht deine Schuld. Ich meine, wie hättest du ihn denn aufhalten sollen? Du verstehst nicht. Es ist die Forschung. Meine Forschung war Teil davon. Deacon, ich war ein Teil davon. Sie haben mich benutzt. Ja.